Stefan Engstfeld sitzt seit einiger Zeit als unser Obmann im Untersuchungsausschuss, der die Skandalbauprojekte des BLB aufklären soll. Aktuell beschäftigt sich der Ausschuss mit dem Duisburger Landesarchiv, bei dem die Kosten explodiert sind und wahrscheinlich Steuergelder verschwendet wurden. Zum derzeitigen Stand im Untersuchungsausschuss haben wir ihm ein paar Fragen gestellt. Was ist denn eigentlich das grüne Ziel in dem Untersuchungsausschuss? Das grüne Ziel ist Aufklärungsarbeit. Wir wollen aufklären, was gelaufen ist bei verschiedenen Bauprojekten des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes. Und unser Ziel ist natürlich, nachher politische Verantwortlichkeiten festzustellen. Wer ist politisch für diese Skandale verantwortlich zu machen? Was ist denn dann jetzt eigentlich der Unterschied zur staatsanwaltschaftlichen Ermittlung? Wir arbeiten im parlamentarischen Raum als Untersuchungsausschuss und wir arbeiten nicht vor Gericht. Uns interessiert nicht das, was die Staatsanwaltschaft ermittelt, an strafrechtlichen Vorgängen. Unser Ziel ist nicht, strafrechtlich gegen einzelne Personen vorzugehen, sondern wir wollen klären, wer die politische Verantwortung trägt für dieses Desaster, was wir da sehen müssen. Die Kontrollfunktion, die über einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ausgeübt wird, ist lebensnotwendig für unsere Demokratie. Es verteidigt unsere Werte. Denn wenn nachher Politiker und Politikerinnen in Nordrhein-Westfalen schalten und walten können, wie sie wollen, und nicht mehr am Ende sanktioniert werden können, und sei es wie meistens bei Untersuchungsausschüssen im Nachhinein, wenn sie nicht mehr sehen, dass sie irgendwann zur Verantwortung gezogen werden können, politisch, dann weiß ich auch nicht mehr, was passiert. Also es gibt ja kritische Stimmen immer wieder im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss. Was sagst du dazu? Ich finde die Kritik an der Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses falsch. Warum? Der Verdacht steht im Raum, und das ist unsere Aufklärungsarbeit, dass Politiker und Politikerinnen dieses Landes hingegangen sind in Regierungsverantwortung und gegen jede wirtschaftliche Vernunft Bauprojekte durchgeboxt haben, die am Ende des Tages einen dreistelligen Millionenschaden produziert haben. Wir sind in der Verpflichtung einerseits, finde ich, politisch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Wir sind in der Verpflichtung aufzuklären, wer war das? War das wirklich so? Und wir haben die Verpflichtung, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber dafür Sorge zu tragen, dass so etwas in Zukunft nie wieder passiert. Außerdem, wo kommen wir denn hin in einer Demokratie, wenn wir nicht mehr das tun, was unser Job ist, nämlich parlamentarische Kontrolle auszuüben über die Regierungsarbeit? Und das ist doch dringend notwendig. Man kann doch nicht hingehen und irgendwann sagen im Supermarkt, wenn jemand einen Schokoriegel stiehlt, wir rufen die Polizei nicht mehr, weil das ist zu teuer, weil da muss ja ein Beamter kommen, der kostet so und so viel XY Euro in der Stunde und das gibt nachher einen Verwaltungsaufwand und irgendwann muss sich eventuell noch ein Gericht damit beschäftigen und deswegen lassen wir den einfach klauen. Das geht doch so nicht. Und das Gleiche ist doch auch in der Demokratie und im Parlament so. Wir können doch nicht zulassen, wenn wir sehen, dass politische Entscheidungen falsch laufen, dass wir nicht hingehen und die Instrumente, die uns unsere Verfassung ja in die Hand gibt, nutzen. Was erwartest du vom Fortgang des Untersuchungsausschusses? Ich erwarte mir im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss von den Zeugen, die wir hören, und von den Politikern und Politikerinnen, die wir noch hören, dass sie sich aktiv an einer Aufklärungsarbeit beteiligen. Und es ist meiner Meinung nach ihre verdammte Verpflichtung, an dieser Aufklärungsarbeit teilzuhaben und uns zu helfen, im Untersuchungsausschuss voranzukommen und Licht ins Dunkel zu bringen.